Die Geschichte vom Löwen, der nicht bis drei zählen konnte. Eine Geschichte von M. Baltscheid. Es war einmal ein Löwe, der konnte nicht bis drei zählen. Aber das störte den Löwen nicht, denn er konnte brüllen und Zähne zeigen. Und mehr braucht so ein Löwe nicht. Eines Tages traf der Löwe einen Löwen. Der Löwe war sehr schön und hatte auch einen Strauß Rosen dabei. Aber die Rosen waren nicht für den Löwen, sondern für die Löwin. Die Löwin bedankte sich und gab dem Fremden einen Kuss. Einfach so. Damit hatte der Löwe mit den scharfen Zähnen nicht gerechnet. Na, hör mal, kannst du nicht bis drei zählen? Fragte ein blonder Schmetterling. Nee, wozu? Der fremde Löwe hatte inzwischen die Blumen in eine Vase gestellt, lobte die Schönheit der Löwin und sagte ein Gedicht auf. Selbst geschrieben, auswendig. Der Löwe mit den scharfen Zähnen sah auf die Löwin. Er hörte sie lachen und schnurren und wieder lachen und wieder schnurren. Da machte er sich auf den Weg, um jemanden zu finden, der bis drei zählen konnte. Zuerst fragte er das Einhorn. Hey, Einhorn, kannst du bis drei zählen? Das fabelhafte Tier bewegte sich so wenig wie die alten Bäume und flüsterte. Ein Einhorn steht für sich allein. Mehr braucht es nicht zum Glücklichsein. Total blöd, sagte der Löwe, ging weiter und fragte die Schwäne, ob sie bis drei zählen konnten. Die Schwäne schwammen stumm im Kreis und bewunderten ihr Spiegelbild. Dann antworteten sie: Wir Schwäne zählen nicht bis drei. Wir zählen uns und uns ist zwei. Total blöd, sagte der Löwe wieder und besuchte einen alten Freund in den Bergen. Aber der Freund hatte keine Zeit und rief: Die drei ist mir total egal. Vier lautet meine Kinderzahl. Total blöd! Das Erdmännchen lief los und der Löwe fand einen, der sich mit Zahlen auskannte. Der Kuckuck schrie: die drei ist längst vorbei. Ich ruf die fünfte Stunde aus und kommt Frau Kuckuck nicht nach Haus? Hör
wie ich schrei. Hör, wie ich schrei. Total blöd. Dann verschwand er hinter der Tür, als wäre er nie auf der Welt gewesen. Früh am Abend war Party. Kannst du mir sagen, wie man bis drei zählt? Fragte der Löwe. Der Maulwurf teilte seine Geburtstagstorte in 6 Stücke und befahl, jeder nur eins. Danach spielten sie blinde Kuh und Topfschlagen. Und der Löwe gewann 2 Luftballons und einen Kreisel. Total lecker! Später gab der Glühwurm Preis, was er von Zahlen wusste. In 7 Nächten ohne Sicht mach ich den Mädchen helles Licht. Nur 3? Das ist schon lange her, denn jede Nacht da kommen mehr. Total blöd, sagte der Löwe, der keine Polampe hatte und mit glühenden Damen nichts anzufangen wusste. Tief unten im Meer tanzten die Kraken und sangen. 8 Arme halten liebend fest, was sich auch gerne halten lässt. Total blöd, dachte der Löwe wieder und fragte einen, den er bewunderte. Aber der Champion aller Klassen sagte nur, keine Ahnung, Mann. Wer sich bei 9 ins Blickfeld stellt, wird umgeboxt und ausgezählt. Schließlich traf der Löwe wieder auf den Schmetterling. Im 1x1 und 1+2 kommt jeder schnell auf 1, 2, 3. Gern rechnet man sich selbst hinzu, dass einmal ich zum einmal du. Der Löwe hatte noch immer keine Ahnung, wozu das alles gut sein sollte. Total blöd, da rief eine Stimme. Hey, Zahlenfee, willst du noch ein Gedicht? Ein neuer Löwe wird addiert, ein alter Löwe subtrahiert. 3 - 1 macht in der Summe, du bist der Dumme. Da sagte der Löwe mit den scharfen Zähnen, komm mal mit, ich will dir etwas zeigen. Die Löwen gingen in den Wald und der Schmetterling in Deckung. Nach einer Weile kehrte nur einer von ihnen zurück. Und was hast du ihm gezeigt? Fragte die schöne Löwin. Bruchrechnen,
antwortete der Löwe. Da lächelte die Löwin, stupste den Löwen mit der Nase und nahm ihn mit.